So, hallo und herzlich willkommen zu den Local Heroes hier im Rockers. Bei mir ist jetzt Robert Herbe und Edith Zehentmeier mit tatkräftiger Unterstützung. Wir haben uns ja letzten Dezember schon gesehen, da war es dann nur Livestream, heute wieder mit Publikum. Bist du flau im Morgen? Natürlich, ich bin so aufgeregt, seit so langer Zeit mal wieder auf der Bühne stehen zu können, vor echten Menschen, nicht nur in der Gewissheit, da sitzt jemand vor seinem Tablet oder vor seinem Computer und schaut sich das an, was ich oder was wir da machen, sondern Menschen, die applaudieren, pfeifen, reagieren, Bananen schmeißen, Tomaten werfen, Eier, Applaus, Süßigkeiten werden auf die Bühne gereicht, alles Mögliche und Unmögliche. Cool, ich glaube, ich habe doch einen falschen Job. Was ist jetzt passiert seit dem Livestream-Konzert in den letzten 6 Monaten? Was ist da so alles abgelaufen? In den letzten 6 Monaten haben sich einerseits viele neue Songs den Weg zu mir gebahnt. Das heißt, es gibt heute, ich glaube, 5 absolute Weltpremieren. Lieder, die das erste Mal das Licht und das Ohr der Welt erblicken. Lichttechniker. Und andererseits hat sich unser zweites Projekt, das heute auch mit auf die Bühne kommt, nämlich als Duo unter dem Titel Löffelzart, hat sich weiterentwickelt. Das heißt, wir werden heute wieder einige Nummern gemeinsam spielen. Und geplant ist es zum Beispiel für das nächste Jahr. Dann vielleicht sehen wir uns da bei den Local Heroes wieder unter anderem Titel. Mhm. Löffelzart wegen die Kura? Was ist das so der Story? Löffelzart, weil uns der Titel einfach gefallen hat, weil uns der Begriff gefallen hat und die Reaktionen, die wir bisher drauf bekommen, wenn wir jemand die Karte geben mit unserer, wo auch die Homepage drauf erwähnt ist, www.robert-herbe.at. Wenn wir jemand die Karte geben und er dreht sie um und er findet hinten Löffelzart, die meisten Reaktionen sind, ach, das ist ein schöner Name, mein Lieb, aha, was macht sie für Musik? Also es funktioniert offensichtlich. Es hängt alles vom guten Marketing ab, ne? Nein, es klingt alles noch am guten Zufall. Bei dir steht ja manchmal, du bist eine Schallplatte, die ja deutsche und englische Seite hat. Würdest du sagen, welche Seite ist da stärker bei dir oder würdest du sagen, ist das quasi flip-flop dasselbe? Im Moment ist die deutschsprachige Seite stärker und ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass ich sonst ja in meinem Job gewöhnt bin, viel Englisch zu sprechen. Jetzt habe ich nach 14 Monaten vorige Woche das erste Mal wieder eine englischsprachige Band auf der Bühne gehabt, mit denen ich gearbeitet und auch Englisch gesprochen habe. Und ich habe gemerkt, mein Englisch hat sich ein bisschen, sagen wir, zurückgezogen. Das heißt, so fluently, wie es phasenweise schon war, ist es im Moment nicht. Und das hat sich auch im Songschreiben, im Liederschreiben ausgewirkt, sodass da einfach mehr deutschsprachige Lieder entstanden sind. Wie mit der Musik wahrscheinlich, wenn du dein Instrument 5 Jahre nicht anklangst, ob es dann auch so gut funktioniert. Genau so ist es, ja. Wie ist denn das bei euch? Schreibt ihr die Songs zusammen oder fungierst du mehr als Muse oder wie funktioniert das dann mit den Songs? Also als Muse empfinde ich mich nicht. Die Lieder schreibt großteils der Robert. Wir haben eins einmal gemeinsam gefunden. Das ist aber jetzt, glaube ich, gar nicht im Programm. Wir brauchen ja fürs nächste Programm als Löffelzart auch noch Überraschungslieder. Stimmt. Ja, nein, ich bin nicht die große Texterin in unserem Duo. Ich bin einfach dabei. Eine Ergänzung sozusagen. Nein, da widerspreche ich völlig, weil wir spielen heute beide Gitarre, wir singen beide. Also das ist keine Ergänzung, das ist 50%, 50%. Die Lieder schreibe vorläufig zum Großteil noch ich, aber hey, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Oder? Ohne Stress. Mal schauen. Jetzt war mir irgendein Witz mit Löffel eingefallen, aber das ist wurscht. Kannst du dir bestimmt vorstellen, was ich meine. Was hast du denn jetzt heute alles mitgebracht, ohne jetzt natürlich zu viel zu verraten, aber also 5 neue Nummern hast du schon gesagt und so? 5 neue Nummern. Der Gesamttrend mit Songs about Lights, Love and Cakes ist einfach da geblieben. Liebeslieder, ja. Was dazugekommen ist, ist ein weiteres Kinderlied, was auch damit zu tun hat, dass wir beide Enkel haben, die manchmal sehr schräge Sachen machen oder lustige Sachen machen. Und Ediths Enkel, mein Leihenkel, hat für eine Nummer heute auch einen akustischen Beitrag gebracht, nämlich eine kurze Einspielung, eine Wortspende, weil der kann um die Zeit halt nicht auf der Bühne stehen. Aber
vielleicht nächstes Jahr. Wir werden es sehen. Ich habe mir gedacht, mit den anderen jungen Burschen haben wir zumindest schon mal die Vorhut und dann kommt dann irgendwann die vielleicht der Enkel mit. Die Konstellation des heutigen Abends ist für mich sehr witzig, weil die Band, die nach uns spielt, die Voice Breakers, die sind gemeinsam jünger als ich allein. Ah, oh, okay. Also ich bin, glaube ich, zumindest doppelt so alt wie jeder von denen, aber ja. Ja. Weil ich habe ja dann schon gefragt, so, okay. Ja, und ich finde es das super, dass wir da im Rockhaus einen Platz haben, wo innerhalb von einer Stunde zwei komplett unterschiedliche Musikrichtungen auf die Bühne gebracht werden und da die Möglichkeit besteht, dass jeder seine Musikrichtung da verwirklichen kann und auch Publikum dazu da ist. Sehr erfreulich. Super Plattform, das Rockhaus. Was ist denn die Keep Echo Residence? Das ist Werbung. Das kann ich da jetzt nicht bringen. Das ist ein veganes Lokal in Salzburg in der Schwarzstraße, das einerseits ein Hotel ist, das das Konzept Pay As You Wish eine Zeit lang praktiziert hat, hat sich inzwischen, glaube ich, wieder geändert. Und dort gibt es auch ein veganes Buffet. Und die haben jetzt einen Mittwochstermin Songwriter im Keep Echo angefangen, den zum Teil der Stutzi kuratiert, der dort auch ein paar Mal gespielt hat. Ich habe im Herbst dort schon zweimal gespielt und habe dann gestern die Möglichkeit bekommen, auch dort zu spielen. Gibt es dann in der nächsten Zeit, hast du irgendwie schon andere Palos quasi, wo du dann noch spielen kannst, so in die Richtung, oder gibt es noch andere? Es ist wie bei allen anderen Bands die Situation, dass Veranstalterinnen und Veranstalter im Moment noch sehr zurückhaltend mit dem Buchen sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Veranstaltung zustande kommen kann. Wie wird die Situation im November sein von den gesetzlichen Vorgaben? Das heißt, das ist alles noch sehr auf Abwarten. Aber ich bin guter Dinge, dass sich das weiterhin so positiv entwickeln wird, wie es für mich in den letzten Jahren sich ergeben hat. So, vorletzte Frage, bevor ich jetzt entlasse. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Licht, wenn du spielst? Ich glaube, ich habe es eh schon mal gefragt vor ein paar Mal, aber... Mein Lichtkollege, der Stoffel, war heute Vormittag bei mir und wir sind Nummer für Nummer durchgegangen. Er hat eine Setlist, wo er sich dann auch notiert hat, welche Farbe, welcher Effekt bei welchem Stück verwendet wird. Und bei ihm muss man immer aufpassen. Der tendiert dazu, wenn ich sage, Stoffel, dann mach ein bisschen von dem, dass dann gleich nicht 15%, sondern 270% kommen. Und da muss ich ihn immer ein bisschen einbremsen. Aber er hat ja so viele gute Ideen. Ich bin sehr gespannt, was er sich zur Überraschung heute noch trotz meiner Warnungen und Bitten, mach nicht zu viel, sich wieder einfallen lassen. Aber du hast quasi so ein bisschen die schützende Hand drüber gesagt, so und so hätten wir es gern schon. Nein, ich habe die schützende Hand nicht, weil wenn jemand am Lichtpult sitzt, dann kannst du da nicht eingreifen, außer durch Wurfgeschosse. Und ich weiß nicht, ob ich ihn von der Bühne aus treffen würde, und das will ich auch gar nicht. Ob du es auch singst oder so, wenn er die im Licht blendet oder alles? Ach, das gehört dazu. Wir haben früher gemeinsam Fußball gespielt. Ich war eine Zeit lang sein Tormann-Trainer. Manches bekomme ich jetzt vielleicht zurück, dass ich ihn da zum Schwitzen gebracht habe. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Tor kassieren Sie in Österreich, aber das geht dann manchmal wieder in die andere Richtung. Gut, dann sage ich, wir bleiben gespannt. Wir sind gespannt auf die 5 Nummern. Und sage Dankeschön fürs Kommen und dann schauen wir, wie der heutige Abend wird. Dankeschön fürs Dasein. Es war uns ein Vergnügen. Dankeschön. Ciao. Danke. Mein Name ist Robert Herbe und das erste Lied, das ich im Februar geschrieben habe, beweist, dass ich manchmal prophetische Fähigkeiten habe. Das Mehl kam in der Früh, das Festival ist abgesagt. Ich nehm den Terminkalender her, 5 Tage lang hätte ich einen Job gehabt. Der Lichtplan fix und fertig,
kommt in den Ordner, auf dem steht, irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann können wir wieder spielen. Die Tänzerin schmeißt ihre Leggings in die Ecke. Das Festival ist abgesagt, keine Gage, wer zahlt meine Miete? Das Festival ist abgesagt, 2 Monate habe ich geprobt und trainiert. Wer weiß, wann das Stück aufgeführt wird. Irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann können wir wieder spielen. Die Chefin der Company zuckt mit den Schultern. Das Festival ist abgesagt, ein ganzes Jahr Arbeit, 2-mal schon verschoben. Das Festival ist abgesagt, sie versucht alle zu motivieren, lässt ihren eigenen Frust dabei kaum spüren. Irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann können wir wieder spielen. Der Musiker räumt seine Noten weg. Das Festival ist abgesagt, baut sein Equipment ab, verstaut die Kabel. Das Festival ist abgesagt, das neue Stück, die Auftragskomposition. Niemand hört auch nur einen Ton davon. Irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann können wir wieder spielen. Der Geschäftsführer der Venue rotiert seit Monaten. Das Festival ist abgesagt, sein gesamtes Jahresprogramm muss er permanent neu gestalten. Das Festival ist abgesagt, von ich hau den Hut drauf, bis jetzt erst recht. Überlegt er alles, ist das Budget auch schon sehr geschwächt. Aber irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann können wir wieder spielen. Irgendwann werden wir wieder spielen, sogar vor Publikum. Irgendwann können wir wieder spielen. Und heute ist irgendwann. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ich einen Applaus gehört habe. Online-Streaming ist super, aber das ist um vieles besser. Iha, genau so ist es. Die nächste Nummer bleibt bei meinem Job als Lichttechniker, Lichtdesigner. Das Klingeln des Weckers kam mir heute höchst ungelegen. Ich war gerade mitten in einem Traum, stand im Tor und konnte mich nicht bewegen, gefangen in Zeit und Raum. Der Stürmer schießt, der Ball fliegt auf mich zu und da wach ich auf. Nie werde ich erfahren, ob es ein Tor war oder nicht, naja, spiele ich halt einen Basslauf. Warum ich überhaupt so früh aufstehe? Ich bin Kulturdienstleister, heute im kleinen Festspielhaus, da dirigiert ein großer Meister. Das tut er natürlich nicht im Dunkeln, dafür braucht er Licht. Und weil er nicht weiß, wo er es einschalten soll, gibt's Beleuchter wie mich. Katrin, die Inspizientin, funkt, Achtung, gleich tritt er auf. Dann warte ich aufs Konzertende und spiele inzwischen diesen Basslauf. So geht es Tag für Tag, 2 Monate lang.
dann ist das Festival vorbei. Ich verliere 2 Kilo und gewinne an Erfahrung und kann sagen, ich war dabei. Opern, Konzerte, jedermann, Geschichten von Liebe, Schmerz und Rache. Ob ich's mir nochmal antue im nächsten Jahr oder lieber Urlaub mache, ich kann's noch nicht sagen. Die Entscheidung schieb ich auf und bis ich mir drüber klar bin, spiele ich wieder diesen Basslauf. Dankeschön. Das nächste ist ein Liebeslied. Oder auch nicht. Bitte entscheide das selbst. Dazu brauche ich kurz die andere Gitarre. Weil die freut sich ja auch, dass sie wieder auf die Bühne darf. Gitarren müssen einfach ausgeführt werden. They were sitting by the banks of a river. The night was as romantic as could be. She was staring into the waters, blue and green, and said, "It looks mysterious to me. I wonder what this river has seen on its way from the source up in the mountain to this place." He said, "Don't ask the river where it comes from. The answer you get could be different from what you expect." She looked at him and he felt he was blushing. He cleared his throat and tried to act cool as fuck, and asked her, "Do you want to live with me? Please say yes. Let's try our luck. I wonder what you have seen on your way from the town where you were born to this day." She said, "Don't ask me where I come from. The answer you get could be different from what you expect. The answer you get could be different what you expect." Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ihr habt es mir gerade ganzelhaut gemacht mit dem Applaus. Das nächste Lied, auch ein ganz neues, passt gut in die Zeit. Nein, es hat nichts zu tun mit diesem, worüber wir nicht reden. Zurzeit habe ich, wohin ich auch fahre, immer gegen Wind. In der Früh Richtung Süden, der Föhn bläst mir ins Gesicht.
immer gegen Wind. Am Abend stampel ich nach Hause, die Gewitterfront kommt auf mich zu. Immer gegen Wind. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ob ich wohl eine Lösung find für den Gegenwind. Gegen den Gegenwind. Will mir das Leben etwas sagen mit dem Gegenwind? Sollte ich mich mehr treiben lassen, damit ich anders meine Ziele find? Ich montiere ein Segel auf mein Fahrrad, dann gibt es keinen Gegenwind mehr. Lass mich treiben, bis ich irgendwo anstehe und sag Wind, danke sehr. Wie ich wieder heimkomm, nichts leichter als das. Ich brauch nur genügend Zeit, Gelassenheit und Spaß. Irgendwann hab ich die Welt umrundet, vieles erlebt, mich selbst erkundet und komm bei mir an, gegen Wind. Danke. Wieder kurzer Gitarrenwechsel. Das mit dem Gitarrenwechsel, ihr seht es natürlich, aber ich sage es nur explizit für die Kollegen am Ton, damit da nicht irgendwas, was nicht offen sein sollte, offen ist. Die nächsten beiden Lieder sind der ganz jungen Generation gewidmet. Die Mama sagt, Johanna, es ist Schlafenszeit. Johanna sagt, nein, es ist Wachenszeit. Die Mama sagt, Johanna, warum leerst du die Schublade aus? Johanna sagt, ich mach mir einen Ladenhut. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Der Papa baut und bastelt am Balkon. Johanna fragt, wo ist die Bohrmaschine? Die Mama sagt, Johanna, setz dir deine Kappe auf. Johanna sagt, die brauch ich nicht. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Die Mama fragt, Johanna, warum bist du ganz nass? Johanna sagt, ich hab den Wasserhahn im Garten aufbekommen. Der Opa sagt, Johanna, da ist eine Ameise. Johanna sagt, die Ameise hat Angst vor mir. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Jeden Tag gibt's was Neues zu erleben. Jeder Tag ist für eine Überraschung gut. Gewidmet der Johanna und allen anderen, die circa zwei, ein Viertel sind. Das nächste Lied ist auch ein kinderbezogenes Lied, ist schon etwas älter,
aber ich spiel's trotzdem gern. For a reason. Florian ist 2 Jahre alt, knapp, ist wie von Zack, hält seine Mama auf Trab, erkundet die Welt, düst hin und her, nur mit meinem Namen tut er sich noch schwer zu mir. Sagt er immer nur, die ist da. Wenn ich ihn frage, war die Oma heute brav, sagt er wahrheitsgemäß ja. Sieht ein Bilderbuch ein Schaf, weiß er genau, wie es tut. Nur ich bin, die ist da. Ich weiß, Robert ist nicht so einfach auszusprechen. Er soll sich dabei auch nicht die Zunge brechen. Aber er kann schon Auto sagen und blau. Nur ich bin, die ist da. Eine Expertin gab mir den Rat, ihm seinen Namen vorzusingen. Er schaute mich groß an, begann zu tanzen und zu springen. Drehte sich im Kreis, grinste und sagte, die ist da. Vielleicht in einem Jahr, wenn wir uns hier wieder sehen, kann es sein, dass wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Und dann lächelt er mich an und sagt... Das ist der Robert, der für mich, der dieses Lied geschrieben hat. Dankeschön. Wie ihr gesehen habt, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Triangle Solo von Wolfgang Dejo. Danke. Und dieses Lied ist natürlich gewidmet dem Florian. Der kann jetzt schon ganz andere Sachen sagen, aber mir gefällt es trotzdem noch. Das nächste Lied, da gehen wir in eine Buchhandlung. In dieser Buchhandlung gibt es nicht nur Bücher. Schaut euch dort um. Ein Grammophon, Teddy, Fotos. Stehen, liegen, hängen herum. Doch was mir als erstes ins Auge sprang, als ich diesen Raum betrat, war das A Rebel Without a Cause Poster, das sicher sonst keiner hat. War das A Rebel Without a Cause Poster, das sicher sonst keiner hat. Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch soll ich heute lesen? Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch soll ich heute lesen? Vielleicht etwas Leichtes von Fernando Pessoa, was der Reisende sehen soll. Oder das Seelenleben des Ungeborenen, wäre das vielleicht sinnvoll. Auch ein Kamasutra steht bereit, gleich daneben die Animal Farm. Oder der Bildband mit den Nudes, da wird ihm sicher gleich warm. Oder der Bildband mit den Nudes, da wird ihm sicher warm. Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch soll ich heute lesen? Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch soll ich heute lesen? Bücher über Porsches, Bremswege und Crashtests, das wäre eine Absurdität. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert, dazu ist es längst zu spät. Auch Nahtoderfahrung und Berichte von drüben sind für ihn jenseits von Eden. Ich glaube, er blättert in Der kleine Prinz oder einem Reiseführer von Südschweden. Ich glaube, er blättert in Der kleine Prinz oder einem Reiseführer von Südschweden. Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch soll ich heute lesen? Und in der Nacht, wenn alles schläft, steigt James Dean aus seinem Plakat, geht zum nächsten Regal und überlegt, welches Buch
Welches Buch? Welches Buch? Die Buchhandlung gibt es wirklich in Salzburg und alle aufgeführten Bücher habe ich dort im Regal gesehen. Und weiß jemand, was das Lieblingsbuch von James Dean war? Der kleine Prinz. Das nächste ist ein Lied mit Ablaufdatum, deswegen muss ich es unbedingt heute spielen. An manchen Tagen, ich geb's zu, komm ich ganz schwer auf Touren, brauch eine Ewigkeit im Bad, hab das Gefühl, ich lauf neben den Spuren. Beim Frühstück lese ich die Zeitung, meistens keine gute Idee, weil mir dabei oft vorkommt, das Leben hält mich am Schmäh. Ich brauch ein neues Ziel, etwas, worauf ich hinleb. Ich brauch ein neues Ziel, sonst existiere ich nur im Kreis. Ich brauch ein neues Ziel, etwas, worauf ich hinlebe. Ich brauch ein neues Ziel, sonst existiere ich nur im Kreis. Da fällt mir ein, ich habe am Handy eine Biorhythmus-App. Die gibt mir tagtäglich Informationen, ausführlich, nicht zu knapp. Intuition, körperliche Verfassung, geistiger Zustand, Emotion. In Kurven und in Diagrammen, ich krieg nicht genug davon. Da steht auch eine magische Zahl, bisherige Lebenstage. Ist das vielleicht der Ausweg aus meiner misslichen Lage? Ich brauch ein neues Ziel, etwas, worauf ich hinlebe. Ich brauch ein neues Ziel, sonst existiere ich nur im Kreis. Ich brauche ein neues Ziel, etwas, worauf ich hinlebe. Ich brauche ein neues Ziel, sonst existiere ich nur im Kreis. Der 28. Dezember, heuer 2021, das sei mein nächstes Etappenziel. Ehrlich und amtlich, denn zu diesem Termin, da werde ich bin sicher, es wird mir gelingen, exakt 25.000 Tage alt. Bringt eine Torte, fangt an zu singen. Das ist mein neues Ziel, das, worauf ich hinlebe. Das ist mein neues Ziel, das, worauf ich hinlebe. Das ist mein neues Ziel, und wenn ich das erreicht hab, na dann suche ich mir ein neues. Danke. Vor kurzem war ich wieder bei einem Begräbnis. Je älter ich werde, desto öfter kommt das vor. Danach stand ich mit ein paar Freunden zusammen. Ein Gespräch hab ich noch immer im Ohr. Ich glaub, ich sollte mich anders ernähren, damit ich nicht der Nächste bin. Ich hab nichts dazu gesagt, nur in mich hineingelacht, denn ein Bonbon von Marianne kam mir in den Sinn. Du kannst Salat essen und Gemüse, aber älter als ich wirst du nie. Mein Obst ist die Kirsche im Moncherie. Du kannst die Meierkur machen oder Beinhard fasten, aber später als ich stirbst du nie. Mein Obst ist die Kirsche im Moncherie. Marianne hat den Krieg erlebt, Flucht, Heirat, drei Kinder bekommen.
Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, anpacken, hat sich trotzdem immer Zeit für sich selbst genommen. Ein Buch und eine Tafel Schokolade, ihr Nachmittag auf der Couch, das war weit vorne in ihrer Hitparade, sagte der Haushalt dazu auch manchmal ouch. Über aktuelle Ernährungskonzepte würde sie herzlich lachen, sich über Superfood, Low Carb und Smoothies nicht allzu viel Gedanken machen. Du kannst Salat essen und Gemüse, aber älter als ich wirst du nie. Mein Obst ist die Kirsche im Mangerie. Du kannst die Meierkur machen oder Beinhart fasten, aber später als ich stirbst du nie. Mein Obst ist die Kirsche im Mangerie. Sie ist 96 geworden, am Tag bevor sie starb, schleckte sie mit Genuss ein Erdbeereis. Eine absolut wahre Geschichte. Wenn wir nicht in der Mangeriefreien Zeit wären, dann wäre dieser Korb, den mir mein Lichttechniker, der Stoffel, auf die Bühne gestellt hat, angefüllt unter anderem mit Mangerie. Im Moment gibt es aber keine Mangeries, also hat er was fast Adäquates gefunden. Stoffel, danke. Falls mich jemand schon auf Facebook mal gesehen haben sollte, dann kennt er vielleicht den Titel des nächsten Liedes. When you're lonely, feeling sad, crazy thoughts run through your head, don't give them a chance, just have a cake of the day. You love chocolate, you like it sweet, a Sacher Torte could be your treat. A cheesecake is your choice of the cake of the day. You can have it in a cafe, you can have it at home, as long as you enjoy it, nothing can go wrong. Don't care for that deadlines or that phone call, they're not so important at all, because first you need a cake of the day. You might be a diva, you could be a king, or heavy metal is your thing. It makes no difference, it's okay to have a cake of the day, to have a cake of the day. Da seht ihr, wofür es Lichttechniker gibt. Lichttechnikerinnen natürlich auch, aber heute Lichttechniker. Die machen aus einer Nummer ein Gesamtkunstwerk. The picture in the bubble, well, that's not me. I tried to write something while she walked out to pee. One of the hand gestures is called Mushti. Don't Robert me, don't Robert me. About truth and lies, about cakes and pies.
Miracles only happen when nobody cries. The dancer in the dark, you cannot see. Don't Robert me. Don't Robert me. Love letters in the living room didn't make it number one. If you lose power, you also lose fun. 126 is the color that you see. Don't Robert me. Oh, don't Robert me. Don't Robert me. Don't Robert me. Don't Robert me. Dankeschön. Dieses Lied ist schuld daran, dass ich jetzt hier stehe, weil wenn ich das für die Produktion vor ein paar Jahren mit der Naina Bhatt, einer großartigen Choreografin und Tänzerin, wenn die mich nicht genötigt hätte, einerseits das Lied zu komponieren, andererseits mich auf die Bühne zu trauen, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Danke, Naina. Das nächste Lied, ach, hört selbst. Seit sie nicht mehr da ist, brauche ich den Duschkopf nicht zu verstellen. Seit sie nicht mehr da ist, brauche ich den Duschkopf nicht zu verstellen. Sie mag den Massagestrahl, mir ist der Regenstrahl lieber. Seit sie nicht mehr da ist, riecht sie in der Früh in der Küche nicht nach Porridge. Seit sie nicht mehr da ist, riecht sie in der Früh in der Küche nicht nach Porridge. Ich mag zum Frühstück außer Tee nichts Warmes. Seit sie nicht mehr da ist, lasse ich bei der Fernsehwerbung den Ton einfach laufen. Seit sie nicht mehr da ist, lasse ich bei der Fernsehwerbung den Ton einfach laufen. Sie sucht immer die Fernbedienung und drückt die Mute-Taste. Da werde ich wach. Sie liegt neben mir und schläft. Ich freue mich so, dass ich das alles nur geträumt hab. Gerade habe ich sie noch besungen. Und schon kommt sie mit auf die Bühne. Herzlich willkommen, Edith Zientmeier. Hallo. Wir greifen jetzt der Zukunft etwas vor, weil irgendwann einmal werden wir einen gesamten Abend in dieser Konstellation bestreiten und dann heißen wir Löffelzart. Also wenn euch das wo unterkommt, das sind wir beide. Die nächste Nummer, die hätte ich gern selbst geschrieben, aber das ist die einzige Coverversion, die wir heute Abend spielen. Die stammt von Helen McCookery Book und Robert Rotifer und passt unglaublich gut in diese Zeit. I fly my balloon. Design.
map made in time. I fly my balloon. Getrennte Stadt in Arm und in Reich, von oben gesehen lässt sich nicht unterscheiden, ob spitz oder flach, alle Dächer sind gleich. Die alte Mauer ist schon ewig verschwunden. Die Grenzen sind unsichtbar, aber sie sind da. Ich flieg den Ballon, flieg meinen Ballon. And the wall that was made to divide us. Cause we felt our feelings together, and we'll be this way forever. Von 0 auf 100. Das nächste ist ein Urlaubslied. Keine Ahnung, wie es euch damit geht, mit Urlaubsplanungen oder Wünschen oder Hoffnungen oder wie auch immer. Auch dieses Lied hat einen wahren Inhalt. How many songs have been written about sunsets? I guess 665. This one is a special one. I've been there, I watched it live. You know that place on that Greek island
where everybody goes. By bus, by boat, by helicopter, they sell the sunset like it was a show. Everyone sits there with a mobile phone or a tablet and stare at the screen while they're listening to cool lounge music and zip cocktails, blue, red or green. And over there, you won't believe it, three photographers start a fight for the best position to have their honeymoon couples in a perfect light. The next day on the bus, I met Anne from Ireland. We talked about this and that, about holidays, politics and music, about a sunset experience I had had. She told me she'd been here in the 80s. Her memories were kind of sad. I liked the way she described them. The words got stuck in my head. I forgot how much I hated it until I saw it again. I forgot how much I hated it until I saw it again. Then she went for a hike, I went to have a coffee. I gave her my card with my email. Maybe one day she'd contact me, or she won't. Time will tell. Since the day whenever I see the sun go down, man comes to my mind. The words about the Greek sunset, the memories she can't leave behind. I forgot how much I hated it until I saw it again. I forgot how much I hated it until I saw it again. Saw it again, saw it again. Yes, yes. Das haben wir live auch noch nie gemeinsam gespielt. Also hey. Was machen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was spielen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was machen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was spielen wir denn heute? Wir spielen Ich bin der Backer und du der Caterpillar. Wir fahren zur Baustelle hin. Du schiebst ihre her zu mir, ich schauf's in den Lastwagen, weil ich der Banker bin. Der Lastwagen fährt weiter, der Banker tuckert zurück und auch der Caterpillar sucht sich seinen Parkplatz. Hoffentlich geht keinem das Benzin aus, sonst bleibt er irgendwo stehen. Mir ist langweilig, was machen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was spielen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was machen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was spielen wir denn heute? Wir spielen Ich bin die Schildkröte und du der Igel. Wir suchen uns ein gemütliches Plätzchen. Jausen einen Apfel und ein Brot mit Vitamin R, trinken Milch dazu und halten ein Schwätzchen. Dann gehen wir in die Küche und waschen alles ab, weil sonst schaut's wieder aus als wir. Und wenn's nicht regnet, gehen wir in den Garten und entsorgen das alte Papier. Mir ist langweilig, was machen wir denn heute? Mir ist langweilig, was
spielen wir denn heut? Mir ist langweilig, was machen wir denn heute? Mir ist langweilig, was spielen wir denn heut? Ich spring auf die Schaukel, du aufs Trampolin. Du springst auf und ab und ich schaukle her und hin. Dir stehen die Haare zu Berge, mir wird langsam schlecht. Können wir mal tauschen? Das wäre mir ganz recht. Nein? Okay, dann spiele ich halt Ball, das kann ich auch allein. Oder magst du mitspielen? Dann wären wir zu zweit. Fein. Hey, mir ist langweilig. Was machen wir denn heute? Mir ist langweilig. Was spielen wir denn heute? Dankeschön. Vor der letzten Nummer, nein, es gibt keine Zugabe, vor der letzten Nummer möchte ich mich bedanken. Und zwar bei der gesamten Rockhaus-Crew, Security, Catering, alle, die Veranstaltungen wie diese möglich machen, für den super Sound im Saal beim Edward, für den großartigen Monitor-Sound, den wir auf der Bühne bekommen beim Christoph. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Lichtler nicht übersiege. Na egal, mache ich es gleich. Stoffel am Licht, ihr habt gesehen, was er gezaubert hat. Danke, Stoffel. Danke an das Crew-Team von FS1, die das filmen. Ich bin fast schon bald fertig. Danke an Fotografinnen und Fotografen, die uns heute da auch optisch festhalten. Danke an das großartige Publikum. Ihr habt dermaßen aufmerksam zugehört und an den richtigen Stellen geklatscht. Uns nicht mit irgendwelchen Schimpfwörtern oder festen Objekten beworfen. Freut uns sehr. Und zu allerletzt möchte ich noch mich bei der Lina bedanken, die heute ihren letzten Arbeitstag im Rockhaus hat. Ich fürchte, sie steht gerade draußen vor der Tür und kriegt es nicht mit. Aber wir könnten für sie, die einige Jahre da im Rockhaus gearbeitet hat und mit der es immer sehr fein war, zusammenzuarbeiten. Wir könnten für Sie einen mächtigen Applaus kurz anstimmen. Wenn das aufgezeichnet wird, kann sie sich das dann anschauen. Bravo, Lina! Und bevor wir die letzte Nummer spielen, möchte ich euch viel Spaß mit den Voice Breakers, die nach einer kurzen Umbaupause die Bühne entern werden. Und das tun sie, ich verspreche es euch. Das Lustige daran ist, die vier, die da auf der Bühne sind, sind gemeinsam nicht so alt wie ich allein. Wollte ich auch nur mal sagen. Das letzte Stück ist nochmal ein Arbeitslied. I've been fighting the darkness for many a year. For local heroes, for big names, for bands from far and near. But one thing still amazes me, I like to tell you now. So give me just a minute before I leave with a bow. They always just say thank you to the sound guys. They never think of the one who's doing the lights for them. They always just say thank you to the sound guys. They never think of the one who's doing the lights. Stage without any lights, no color, haze, strobe, no blinders in your eyes, but one hit on the blackout button,
and all the magic is gone. Remember who's got the power? He's the one. So don't just say thank you to the sound guys. All we think of the one is doing the lights for them. Don't just say thank you to the sound guys. All we think of the one who's doing the lights for you. Danke, danke, danke. Danke auch. Na, keine Zugabe mehr. Was soll man da noch draufsetzen? Danke.